Ah, da kommt das Sofa. Du wirst niemals unbeholfen an Personen auch von einer Wohltätigkeitsorganisation ignorieren. Hallo Sofa. Sofa, Sofa. So, nicht wieder irgendwo runter. Bamsen checken. So Bamsen, ich bin runtergeschlittert. Wie eine Eiskönigin. Gib mir Sofa. Sofa. Sofa, Sofa. Ach, da kommt meine Mitfahrgelegenheit. Ich werde vom Sofa zerquetscht. Flatsch. The IDS battery receptacle is where? Dort hinten! Keine Sorge, ich habe aufgepasst. Da brauchen Sie mir nicht zu sagen, Discord. Ich bin zwar manchmal verpeilt und habe keine Ahnung, wo es lang geht. Mit meinem grandiosen Orientierungssinn. Wisst ihr noch, es wäre in meinem Oblivion-LP, ne? Hier mit dem Knights of the Nine. Add-on. Questmarker in die falsche Festung laufen, von der ich absolut sicher war, dass das die richtige Festung wäre. Oh. Oh. So jämmerlich. So jämmerlich. Wow, ist das schnell. I would recommend not shooting yourself in the face. Just on general principle. Warum sollte ich mich selbst ins Gesicht schießen? Bin ich eigentlich bescheuert? Another reason why I've installed the Dolly device Wieso everywhere habe ich is to nicht help das als Gewicht counteract Ike's genommen? never-ending chasm of a stomach. Nee, hinterfragen wir es einfach nicht, okay? Sometimes my sister is far too nosy. If I wanted house guests, I would have asked for them. Echt mal. Not only do I have to worry about myself, I am obligated to have concern for you too. Ja, eine Runde Mitleid? Immer diese Verwandten, ne? Grässlich. Viele Wege führen zum Ziel. Darf ich das so auf die unterschiedlichsten Weisen jetzt hier alles lösen? Nehmen wir oben eine Treppe, wir haben da eine Treppe. Moment. Ist das der Raum, wo es dieses eine Achievement gibt? Wo hieß das nochmal? Auf jeden Fall, wo man jede Batterie als erstes wählen You're muss. going to want to retrieve another battery first. Ja, aber ich. Ja, ich weiß das gut. I know, I know. Ja, das ist ja die offensichtlichste Batterie. Ja, da waren eigentlich vier abgezeichnet auf dem Bild des Archivment.
Oder krieg ich die vierte hier irgendwo? Los, puste mich nach oben. Das möchte er aber nicht. Nein. Du bist nicht leicht genug, Chicken. Ich dachte, Ike hätte ein Loch im Magen. Schwarzes Loch halt. Also bei euch brauche ich sicherlich Zeitlupe, oder? Hm, ja. Intriguingly tricky. Bei euch brauche ich Zeitlupe. Wann machen wir es? Oh, hallo! Wer bist du denn? I know that's what you kids sound like, but this still creeps me out. Das ist doch nicht der Raum. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Keine Sorge, Ike, ich komme und nehme dir dein Spielzeug weg. Komm ich doch gar nicht hoch. Ach, Ripchick, ne? Ich komme gar nicht auf den zweiten Tisch hoch. Du wirst niemals zusehen müssen, wie deine Lieblingsserien aus deiner Kindheit grauenhaft Filmadaptionen bekommen. Was soll ich das anstellen? Ach, jetzt muss ich auch noch die Batterie wieder. Boah. 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 An die ranzukommen, brauche ich die leichte. Was soll ich das anstellen? Ich muss wahrscheinlich dort unten hin, also ne, da wo der Knopf ist. Kann ich so weit springen? Und das zweite ist nur eine Finte? Ich bin, glaube ich, nicht abgesprungen, sondern eher runtergelaufen. Du wirst niemals frustriert sein, weil deine Eltern dich einfach nicht verstehen. Ja, sie verstehen mich einfach nicht. Niemand versteht mich. Ich verstehe mich selber nicht mal. Manchmal frage ich mich echt, Chicken, was machst du da überhaupt gerade für ein Was denn? Das wollte ich jetzt Dings drücken. R und nicht 4. Diesmal abspringen, okay? Nicht einfach runterlaufen. Jedenfalls behaupte ich jetzt gerade mal, dass ich einfach runtergelaufen bin und nicht gesprungen. Abgeprallt gegen den Tisch! Du wirst niemals deine erste Reinigungskraft feuern. Eigentlich müsste der zweite Tisch zuerst kommen. Lange. Das bleibt ziemlich lange aktiv. Hm. Bam, 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 bam. Kann ich hier einfach ein Buch da reinwerfen und da drauf surfen?
wird zwar bestimmt überhaupt nicht funktionieren, aber ey. Ich bin zu schwer für das Buch. Nein, ich bin zu schwer für die Bücher. Verdammt! Verdammte Bücher! Ihr seid zu nichts zu gebrauchen! Und die Stühle sind generell auch für mich zu schwer. Dass ich nicht einfach auf dem Buch surfen kann. Na gut, als ich in Morrowind die eine Brücke gebaut habe aus den Büchern, die dunkelste Dunkelheit, da kann ich, konnte ich auch nicht drüber laufen. Ich bin durchge... Bücher waren halt keine feste Materie. Ah, hier kannst du vielleicht für mich den Knopf drücken, wobei das nützt eigentlich nichts. Das ist ein bisschen doof, dass das... Darauf kann ich nicht springen, das ist zu hoch. Du wirst niemals zusehen müssen wie deine Lieblingsserie. Ja, haben wir schon. Warum muss ich eigentlich jedes Mal, wenn ich sterbe, diese verdammte Batterie da reinwerfen? Das wird ein bisschen lästig. Das irgendwie anders lösen. Ich muss ja eigentlich da unten beim Knopf landen. Wird da was rausgeschossen kommen, was mich dort hochbringt? Wie stelle ich das an? Kann ich eigentlich auf dem Rohr da stehen? Ja, keine Ahnung, was mir das nützt. Vielleicht kann, wenn ich von hier aus weit genug springe. Zumindest bin ich unter dem Ding. Vielleicht schaffe ich es, auf den zweiten Tisch von dort aus zu hüpfen. Ich das bezweifle. Du wirst niemals deine Träume verwirklichen. Ich habe keine Träume. Außer du wolltest schon immer allein in einer Villa sterben. In dem Fall gut gemacht. Das Spiel weiß einen echt zu motivieren. Wow. Ja. Ich wollte schon immer mal sterben. Ah. Besonders in einer Villa, ganz alleine. Ein einsamen Tod. Das Spiel will einen geradezu depressiv machen. Du wirst niemals billige Möbel zum Selbstzusammenbauen kaufen. Und dann fallen sie auseinander. Ah. Oh Mann. Ich sag am besten gar nicht, woran ich gerade denke. Take a leap of faith. Time is on your side. Nein, Zeit ist nicht auf meiner Seite. Sie ist gegen mich. Ja, take a leap of faith. Nichts da. Es wäre wesentlich einfacher, wenn jetzt... Wenn die beide gleich schnell fallen würden. Schaffe ich das? Ist knapp. Ja, aber ich bin von hinten gesprungen, nicht von vorne. Es kann vielleicht schaffbar sein. Du wirst niemals einen Bewerbungsaufsatz an eine Uni schicken und hoffen, dass du mindestens so gut bist wie die anderen 45.000 Bewerber. Ich
Es sah machbar aus, wäre ich nicht von ganz hinten vom Rohr abgesprungen. Du wirst niemals diesen Level mit einem Tod weniger abschließen. Mich graut's ja jetzt schon vor der Errungenschaft, alle Level ohne Tode abzuschließen. Ah.